Hallo, ich bin Martin von den Gourmetboten. Heute machen wir einen südamerikanischen Klassiker, Empanadas. Kleine Teigtaschen gibt es mit 1000 verschiedenen Füllungen. In ganz Südamerika beliebt und begeistert es die Menschen. Heute machen wir es hier. Wir fangen mal an als erstes mit dem Teig. Den brauchen wir nämlich als erstes. Nehmen wir uns so einen schönen Aufschlagkessel hier. Mehl. Butter. Ihr wisst ja genau das Rezept, wie immer, unter dem Video. Eigelb. Eine Prise Salz. Als erstes fangen wir an, die Komponenten schon mal miteinander zu verschlagen. Und geben jetzt Wasser dazu. Teig ist am Kneten. In der Zwischenzeit kümmern wir uns um die Füllung. Machen wir eine kleine Schnittpfanne. Können wir uns schon mal vorheizen. Wir haben Rindergehacktes. Und eine Zwiebel brauchen wir. Schneiden wir uns in kleine Würfel. Ein bisschen Olivenöl in die Pfanne. Und unser Hackfleisch rein. Wir gucken, was sagt der Teig. Wunderbar. Hackfleisch rein, gleich ein bisschen klein machen, beim in die Pfanne legen am besten. Wir brauchen eine Knoblauchzehe. Ich muss mit dem Messer anbrechen. Lässt sich leichter schälen. Und auch ganz klein und fein durchhacken, den Knoblauch. Klassisch kommt bei der Rinderfüllung Rosinen rein. Ihr wisst ja, klassisch ist nicht so mein Ding. Ich nehme ein bisschen Datteln. Die schön klein gehackt schon mal. Jetzt können wir schon mal die Zwiebel und den Knoblauch dazugeben. Würzen schon mal ein wenig mit Salz und Pfeffer. Geben jetzt die kleinen geschnittenen Datteln mit zur Masse. Paprikapulver geben wir noch hinzu und Chili. Chili vorsichtig, dann nicht zu viel, die soll nicht so scharf sein. Leicht pikant ist okay, scharf ist so ein bisschen zu viel verfehlt. Ist schon fantastisch. Nehmen wir uns ein bisschen Kräuter. Petersilie,
Ihr wisst ja, ich predige es jedes Mal. Kräuter gibt dem ganzen Gericht das gewisse Etwas und holt den vollen Geschmack raus. Deswegen Kräuter immer extrem wichtig. Schön zusammen die Kräuter, so ein kleines Paket und dann schön fein durchschrauben. Super. Den Herd können wir ausmachen. In Südamerika ist der Banane so ein bisschen wie bei uns der Pizzalieferservice. Es gibt unzählige Restaurants, die sich darauf spezialisiert haben, Empanadas zu liefern. Man hat eine Speisekarte mit endlosen Variationen und kann sich dann die verschiedenen Sorten aussuchen und bekommt es dann quasi auf den Roller geliefert und kann es genießen zu Hause. So, wir schauen mal, ob genug Salz dran ist. So. Weil die, in dem Fall jetzt die Datteln, geben natürlich relativ viel Süße ab, deswegen nicht zu sparsam mit dem Salz. Gut. Was jetzt noch fehlt, Ei. Ich habe schon mal ein paar Eier abgekocht. Einfach hart gekochte Eier, die schälen wir uns kurz. Die werden jetzt einfach grob durchgehackt und mit in die Masse gegeben. Einmal untergemengt. Wenn ihr kein Ei mögt, könnt ihr es weglassen, aber in Südamerika, gerade speziell in Argentinien, wird es so gemacht, klassisch, dass da immer Ei drin ist. Gut, die Masse können wir zur Seite stellen. Wir können uns dann um unseren Teig kümmern. Für ein Ausrollen des Teiges brauchen wir so ein Nudelholz. Wir halbieren uns mal den Teig. So, erstmal die Hälfte nur verwenden. So, zur Seite damit. Den Rest schön Mehl auf die Arbeitsplatte, damit da nichts klebt. Und dann können wir anfangen, den schön auszurollen. Beim Ausrollen wirklich nicht zu viel Kraft verwenden, einfach nur rüber. So, der Teig soll nicht gestresst werden, sondern sich entspannen. Immer wieder ein bisschen nachmehlen. Gut. Der darf ruhig relativ dünn sein, soll natürlich kein Strudelteig werden, aber so dass der dann nicht zu viel Teig in unseren Teigtaschen ist. Sondern die Füllung natürlich ordentlich rausgeschmeckt werden kann. Ne? So. Jetzt braucht ihr entweder so einen kleinen Ausstecher oder ihr nehmt euch irgendwie eine kleine Schüssel oder dergleichen und sticht kleine runde Platten aus. Da könnt ihr euch natürlich entscheiden, wie groß ihr die machen wollt. Größere Schüssel, kleinere. Wollt ihr so ein Party-Snack-Fingerfood sein oder wollt ihr davon richtig satt werden, dann könnt ihr euch natürlich auch große machen, aber ich denke mal, zu groß soll es nicht werden. Umso mehr kann man davon essen. Den Teig kann man schön wieder zusammenkneten, sich ein bisschen was von dem nächsten nehmen und dann gleiches Spiel, ausrollen, ausstechen, bis ihr so kleine, schöne Teigplatten hier habt. Nehmt euch die kleinen Teig und ein Teigförmchen raus und füllt die mit der Hackfleischmasse. Da aufpassen, natürlich soll viel Menge rein, aber nicht zu viel, damit es muss auf die Größe der Kreise natürlich passen. Überall auch ein bisschen Ei mit rein. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, die zu schließen. Entweder drückt es hier so rein und verschließt es mit einer, hier ein bisschen Mehl mit einer Gabel in der Form.
So, habt ihr solche Teigtaschen. Oder es gibt auch die Art, die zuzumachen und quasi mit den Händen vorsichtig zuzuformen und dann in der Form quasi zu haben. Da gibt es 1000 verschiedene Falltechniken. In Argentinien ist es so, dass sie quasi an der Form des äußeren Randes erkennt, welche Füllung drin ist. Für zu Hause natürlich, schaut einfach, was für euch am einfachsten ist, was am schnellsten geht, was am meisten Spaß macht. Die könnt ihr auch einfach hier quasi mit den Fingern, seht ihr es, hier so eindrücken. Funktioniert auch wunderbar. Da könnt ihr euch wirklich kreativ entfalten. Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten, entweder Ober-Unterhitze 180 Grad im Ofen oder frittieren. Das sind die zwei Möglichkeiten. Ich mag die frittierte Version, also frittieren wir heute. Bereitet euch einen Teller mit Küchencrepe drauf, damit ihr dann ein bisschen abtropfen lassen könnt vom Fett. Ich zeige euch mal einen kleinen Trick, wie ihr testen könnt, ob das Fett heiß genug ist und bereit ist zum Frittieren. Irgendwie gucken, ob es warm ist, Finger reinhalten. Funktioniert meistens nur einmal, ist der Finger verbrannt. Kleiner Holzstab oder hier so ein Rührgerät aus Holz ist ganz wichtig. Und wenn ihr es reinhält und es fängt an, seitlich Bläschen zu schlagen. Seht ihr das? Kleines Moment brauchen wir noch, aber ja, so. Dann ist die richtige Temperatur erreicht. Ja. Und dann können wir frittieren. Vorsichtig reingeben, unsere kleinen schönen Empanadas. Gucken nochmal, ob wirklich alles zu ist. Weil in der Fritteuse aufgehen wir nicht so gut. Und dann dürft ihr die schön goldgelb ausfrittieren. Sobald so, der Teig ist ja relativ dünn, wenn die Farbe schön ist, könnt ihr sie rausnehmen, abtropfen lassen, kurz abkühlen lassen und genießen. Wunderbar. Wenn ihr alle frittiert habt, oben noch mal ein bisschen abtupfen. Das überschüssige Fett. Ich würde jetzt nicht sofort reinbeißen, weil es ist natürlich sehr heiß, die Füllung. Also ein bisschen abkühlen lassen müsst ihr es. Nehmt euch irgendwie eine schöne Platte und dann können wir anrichten. Bei den Füllungen könnt ihr echt kreativ sein. Ich habe jetzt die klassischste der klassischen Füllungen gemacht. Hackfleisch, Rinderhackfleisch, Hähnchen, Thunfisch. Gemüse. Also wie gesagt, seid kreativ, macht verschiedene Füllungen. Wie ihr seht, auch bei den Schließmechanismen sehen die Dinge auch ganz anders aus. Schmecken super. Macht es nach. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr ein Like da lasst, gerne Kommentare. Wenn ihr irgendwie ein Rezept oder ein paar Tipps haben wollt, schreibt es runter. Ich antworte und habt Spaß beim Kochen. Bis bald, euer Martin.